Wenn ich noch einmal die Frage lesen oder hören muss, wie bekomme ich meinen Ex zurück, drehe ich am Rad. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gisemna. Wie geht's euch so? Auf diesem Kanal reden wir über die Themen Spiritualität, Kraft der Gedanken und vor allem Selbstentwicklung. Wenn das Themen sind, die euch interessieren, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich rede ja sehr viel und sehr gerne auf meinem Kanal über das Thema Kraft der Gedanken und Manifestation vor allem. Also wie man einen Wunsch Realität werden lässt, einfach mit der Kraft seiner Gedanken. Wir müssen oft auch beleuchten, was wünschen wir uns da denn eigentlich? Das heißt, wenn ich mir meinen Ex zum Beispiel wünsche, was gehört denn dazu? Was wünsche ich mir denn eigentlich wirklich? Was steckt dahinter, hinter diesem Wunsch? Was für ein Gedanke steckt dahinter? Deswegen reden wir im heutigen Video über drei Dinge, die du nicht manifestieren solltest. Das allererste, was ich ansprechen möchte, was ihr niemals manifestieren solltet, ist die Vergangenheit zurückzuwünschen. Das ist das meist, die meisten, die sich halt ihren Ex zurückwünschen, wünschen sich ja eigentlich die Vergangenheit wieder zurück. Das heißt, das ist eigentlich eine Art von Hinterhertrauern. Erstens steckt da der Gedanke dahinter, ich bin nicht glücklich in diesem Moment. Ich möchte mir einen anderen Moment herbei wünschen. Zweitens steckt da der Gedanke dahinter, dass du dich nicht weiterentwickeln möchtest. Du möchtest dich eigentlich sogar zurückentwickeln. Du möchtest nicht irgendwie neue Probleme oder du möchtest nicht neue Herausforderungen haben. Du möchtest dich einfach nicht weiterentwickeln. So, und das sind meistens Dinge, die leider aus dem Ego kommen. Aus dem Ego, wissen wir ja, werden nur Dinge manifestiert wie Angst, Sorgen, Leben in der Vergangenheit, Leben in der Zukunft, und ja, einfach kein glückseliges Leben, sagen wir mal so. Meines Erachtens nach oder nach dem, was ich für ein Wissen mir gesammelt habe, ist Glück nur in diesem Moment zu finden. Das heißt, in diesem Moment, jetzt gerade, ist Glück zu finden und alles andere ist Illusion, die Vergangenheit genauso wie die Zukunft. Wenn du jetzt glücklich sein kannst, kannst du Glück manifestieren. So, wenn wir uns jetzt die Vergangenheit aber zurückwünschen, sagen wir damit, dass wir jetzt im Moment nicht glücklich sind. Was manifestieren wir damit also? Wir manifestieren damit, dass wir nicht glücklich sein werden. So, manifestieren ist zurück als Erinnerung mal wieder. Für die Leute, die sich halt nicht so extrem damit beschäftigen, füge ich immer wieder gerne kleine Erinnerungen hinzu. Das heißt, manifestieren ist, was du jetzt gerade denkst und fühlst, das ziehst du auch an. Das heißt, wir sind energetische Wesen. Als großes Ganzes sind wir Energie. Wir sind Energie genauso wie das ganze Universum. So, wenn wir jetzt also die Energie ausstrahlen, das heißt die Vibration, die Frequenz ausstrahlen, dass wir jetzt gerade unglücklich sind, bekommen wir das von unserer Umgebung, vom Universum zurückreflektiert. Das heißt, mehr Dinge werden passieren, die uns unglücklich machen werden. So, also man kann nur manifestieren, wenn man Also man kann nur Glück manifestieren, wenn man jetzt im Moment Glück empfindet. Dann kann man Glück vom Universum zurück als Reflexion bekommen. Das heißt, du musst Glück ausstrahlen, um als Reflexion Glück zu erhalten. So, wenn du dir jetzt also die Zukunft zurückwünschst, die Vergangenheit zurückwünschst und du wünschst dir dein Ex zurück, du denkst dir, damals war ich so glücklich und ich will, dass wieder alles so ist wie früher. Aber wenn du sagst, ich bin jetzt sowas von verzweifelt, ich will mein Ex unbedingt zurück, du trauerst ihm hinterher, dann sind die Hauptgefühle, die du hast, Trauer, Angst, dass du niemanden mehr anderes finden wirst, Angst, dass du die besten Zeiten bereits hinter dir hast und du hast keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Du vertraust nicht darauf, dass in der Zukunft mehr schöne Dinge auf dich warten und damit ziehst du eigentlich nur Negatives an. Deswegen solltest du nicht versuchen, deinen Ex-Partner wieder zurück in dein Leben anzuziehen, weil du damit dem Universum genau diese Dinge sagst. Du sagst dem Universum, ich bin traurig, also du schickst die Information raus, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, die besten Zeiten sind hinter mir, ich will mich nicht weiterentwickeln, ich bin hoffnungslos für die Zukunft, meine Zukunft sieht bitter aus, ne? Diese Dinge strahlst du aus und rate mal, was du anziehen wirst. Genau diese Dinge werden zu dir zurückkommen, nicht dein Ex.
Auch wenn du es schaffst, dein Ex wieder zurückzubekommen, du wirst diese Gefühle werden in deiner Realität reflektiert werden. Diese Dinge wirst du manifestieren. Du wirst Trauer und Verzweiflung manifestieren, wenn du das jetzt im Moment empfindest. Das Zweite, was du niemals manifestieren solltest, ist zu sagen, wenn ich nur das und das hätte, dann wäre ich wunschlos glücklich. Also das Zweite ist falsche Bescheidenheit. Falsche Bescheidenheit ist, wenn man sagt, wenn ich nur dieses eine kleine hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur diese Kleinigkeit hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur ein bisschen abnehmen könnte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur, also dieses wenn ich nur, das heißt, wenn man sich auf das Mindeste beschränkt mit dieser falschen Bescheidenheit, so auf diese Weise solltest du niemals manifestieren. Denn das wird immer nur Unglück in deinem Leben manifestieren. Du sendest damit an das Universum raus, dass du erstens nur ein kleines bisschen brauchst, um glücklich zu sein. Das heißt, du bist immer so ein Stückchen nur vom Glück, von deinem Glück entfernt. Und was ziehst du damit an? Du ziehst damit an, dass du immer so ein Stückchen, dass dir immer ein Stückchen fehlen wird, dass du immer ein Stückchen unzufrieden sein wirst. Du wirst nie das ganze Paket haben. Wenn du immer sagst, nur das bräuchte ich nur noch das bräuchte ich, nur noch eine kleine Wohnung oder nur ein kleines bisschen mehr Geld. Ne? Wenn du immer so diese falsche Bescheidenheit, mit dieser falschen Bescheidenheit manifestierst, dann wird dir auch immer nur so ein kleines bisschen fehlen, um zufrieden zu sein. Und des Rätsels Lösung ist wie immer der Moment. Das heißt, du musst jetzt glücklich und zufrieden sein mit dem, was du jetzt hast, um mehr zu manifestieren von den Dingen, die dich glücklich machen. Das nächste, was das Problem bei falscher Bescheidenheit ist, dass du dein volles Potenzial nicht ausleben kannst. Du kannst dein volles Potenzial nicht ausleben. Du sagst jetzt zwar vielleicht, es würde mir reichen, wenn ich nur 5 Kilo abnehme, ne, aber vielleicht möchtest du eigentlich tief in deinem Inneren einen gesunden und fitten Körper haben. Du möchtest eigentlich nicht nur 5 Kilo abnehmen. Du möchtest eigentlich fit und gesund sein. Du möchtest gut aussehen. Du möchtest, dass dein Körper in dem besten Zustand ist, in dem es jemals gewesen ist. Sportlich, gesundheitlich und schönheitlich vor allem auch gesehen. Du möchtest das alles, aber du sagst mit dieser falschen Bescheidenheit, dass du nicht daran glaubst, dass du das erreichen kannst. Und deswegen wirst du es auch nie erreichen, weil du nicht daran glaubst. Du hast kein Vertrauen darauf, dass du genau das haben kannst, was du dir eigentlich wünschst. Und deswegen sagst du, mir würde auch nur das reichen. Und das ist diese falsche Bescheidenheit. Das ist eigentlich total schlecht für dich selber auch. Anstatt einfach falsch bescheiden zu sein und immer zu sagen, ich wäre ja mit wenig glücklich. Ich will ja nur das und ich will ja nur das und das bekomme ich ja nicht mal. Ne? Anstatt diese falsche Bescheidenheit zu sagen, kannst du auch mal sagen, erstens, wahre Bescheidenheit ist in diesem Moment. Das heißt, mit dem glücklich zu sein, was du jetzt hast, für das dankbar zu sein, was du jetzt hast, was du jetzt bist, das ist wahre Bescheidenheit. Und zweitens, dir auch wirklich eingestehen, was du dir wirklich wünschst, dir wirklich eingestehen, dass du nicht einfach nur 5 Kilo abnehmen möchtest, du möchtest fit und gesund sein, du möchtest wunderschön aussehen, du möchtest ein Sixpack haben und du möchtest, dass dein Körper im besten Zustand ist, in dem es jemals gewesen ist, okay? Das möchtest du alles. Also gestehe es dir ein, du verdienst es. Sag, ich möchte das und ich werde es auch bekommen. Ich vertraue darauf, dass ich das schaffe. Sei ein bisschen dein eigener Cheerleader und sag nicht, sei nicht so falsch bescheiden und sag immer, ja, nur das kleine bisschen und nur da kleines bisschen, nur ein bisschen mehr Geld, nur ein bisschen schöner, nur ein bisschen eine größere Wohnung. Gesteh dir ein, was du dir wirklich wünschst, denn du verdienst es. Du verdienst das Beste, das Größte, das Schönste. Du verdienst nicht nur ein bisschen von allem. Du verdienst alles. Das Dritte, was du niemals manifestieren solltest, ist der Wunsch, jemand anderes zu sein. Und das ist vielleicht das Wichtigste von allem, denn das, was Selbstentwicklung eigentlich ist oder für mich bedeutet, ist eigentlich mehr zu sich selbst zu finden. Es heißt nicht, sich selbst zu kreieren,
sondern zu sich selbst zu finden. Also das, was wir vielleicht verlernt oder vergessen haben oder das, wie wir von dem sozialen Umfeld einfach programmiert wurden, das wieder zu verlernen und wieder zu unserem Ursprung zurückzufinden, das ist wahre Selbstentwicklung und wahre Spiritualität, meiner Meinung nach. Und zu sich selbst zu finden, funktioniert nur, wenn wir an diesen falschen Bildern, von diesen falschen Bildern loslassen, wie wir sein sollten. Das heißt, alles, was andere von uns erwarten, das ist eigentlich nur ein falsches Bild von dem, was wir sein sollten. Es ist nicht das wahre Bild von uns, wie wir wirklich sein wollen oder wer wir wirklich sind. Es ist nicht authentisch. Das heißt, wenn du dir wünschst, anders auszusehen, anders zu reden, eine andere Persönlichkeit zu haben, wenn du dir wünschst, weniger du selbst zu sein, dann wirst du im Endeffekt nie glücklich sein. Du wirst es auch irgendwie nicht manifestieren können, weil wir ja immer nur das manifestieren, was wir wirklich sind. Das heißt, was du wirklich in deinem Kern bist, das kannst du auch manifestieren. Was du authentisch bist, das kannst du auch manifestieren. Wenn du jetzt aber dir wünschst, dass du schlanker bist, zum Beispiel, weil du denkst, dass durch halt diese sozialen Bilder, was wir jetzt überall haben, denkst du, dass du schlanker sein solltest, aber es ist eigentlich gar kein authentischer Wunsch von dir, dann wirst du das auch nicht manifestieren können. Aber du wirst es trotzdem versuchen und wirst danach enttäuscht sein, weil es nicht klappt. Zum Beispiel habe ich auch sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die größer oder kleiner sein wollten. Und das Traurige daran ist, unsere Seele würde sich niemals wünschen, größer oder kleiner zu sein. Du bist so, wie du bist. Okay, und der Wunsch danach, anders auszusehen oder größer oder kleiner zu sein oder einen anderen Körper zu haben sogar, ist von Grund auf programmiert. Denn durch diese Programmierungen, die uns unser soziales Umfeld natürlich gemacht hat, denken wir, dass Frauen zum Beispiel so eine Größe haben sollten oder Männer sollten so eine Größe haben. Männer sollten 1,80 sein, Frauen sollten 1,60 sein. So, wir haben also dieses Bild von der perfekten Frau, vom perfekten Mann, aber das hat nichts damit zu tun, dass das unser authentisches Ich ist. Das hat nur was damit zu tun, was wir denken, was wir sein sollten. Das ist immer das, was andere von uns erwarten. Wir denken immer, andere würden es schöner finden, wenn wir so und so groß wären. Andere würden uns mehr mögen. Andere würden vielleicht uns hübscher finden. So, das heißt, es hat nichts damit zu tun, wer du authentisch in deinem Inneren wirklich bist. Es hat nur was damit zu tun, was du denkst, was andere von dir erwarten. Wenn du jetzt versuchst, ein anderer zu sein, wie gesagt, erstens wirst du das nicht manifestieren können, weil es nicht deinem authentischen Selbst entspricht. Und zweitens wirst du auch, wenn du das manifestierst, nicht glücklich damit sein. Denn du versuchst ja damit eigentlich einen anderen glücklich zu machen. Du versuchst nicht, dich selbst damit glücklich zu machen. Es hat nichts damit zu tun, auf deinen eigenen Weg zu finden oder Glück zu finden. Es hat nur damit zu tun, was andere von dir denken. Nur wenn du wirklich akzeptierst, wer du bist, egal was andere von dir erwarten, nur dann kannst du glücklich sein. Meiner Meinung nach, Spiritualität ist der Weg zu sich selbst, das heißt der Weg zu seinem hundertprozentig authentischen Selbst. Und wenn man versucht, in diesem spirituellen Feld, in Manifestieren, versucht, jemand anderes zu sein, der man nicht ist, dann denke ich, dass man den Kern der ganzen Sache nicht verstanden hat. Denn wenn man nicht verstanden hat, dass es beim Manifestieren, bei Kraft der Gedanken eigentlich darum geht, sein wahres Ich auszuleben, wenn man das nicht verstanden hat, dann denke ich, dass man sich mit dem Thema erstmal ein bisschen mehr auseinandersetzen sollte und dann ein bisschen mehr sich selbst versuchen sollte kennenzulernen, vielleicht sogar. Ja, lernen den Unterschied zu erkennen erstmal, was möchte ich wirklich für mich selbst und was möchte ich, weil es mir so beigebracht wurde. So, ich hoffe, diese drei Dinge, die ihr niemals manifestieren solltet, ich hoffe, ihr habt verstanden, woher das Ganze kommt. Also das mit dem Ex manifestieren zum Beispiel. Du kannst dir selbst sagen, ich verdiene mehr, vor allem wenn es um Thema Ex-Freunde geht, denn wenn es ein Ex-Freund ist, heißt das entweder er hat Schluss gemacht oder du hast Schluss gemacht und dafür gab es einen Grund.
Du hast was Besseres verdient als jemanden, der dich nicht zu schätzen weiß. Wenn jemand mit dir Schluss gemacht hat, heißt das, du hast demjenigen nicht mehr gefallen. Ganz einfach. Er dachte, er könnte was Besseres finden, zum Beispiel. Und genau deswegen solltest du dir fragen, verdiene ich nicht etwas Besseres? Und du solltest, die Antwort sollte immer ja sein. Du verdienst etwas Besseres. Du verdienst jemanden, der dich als dein hundertprozentiges, authentisches Ich liebt. Na, und nicht jemanden, der nur bei dir ist, wenn du so und so bist. Das zweite, falsche Bescheidenheit, ich glaube, das erklärt sich von alleine. Ihr solltet niemals sagen, ich will nur das und das und dann wäre ich total glücklich. Ne? Das ist falsche Bescheidenheit und das gehört nicht zu Selbstentwicklung. Du solltest als allererstes da, wo du bist, glücklich sein und danach dir überlegen, wo möchte ich denn noch hin? Und denk dir die wildesten Träume aus. Denk dir bitte die unmöglichsten, wildesten Träume aus, wo du noch alles hin möchtest. Denn glaub mir, du kannst es schaffen. Und denke niemals, ich wünsche mir eigentlich das Große, aber so ein kleines bisschen wird mir reichen. Diese falsche Bescheidenheit gehört hier nicht rein und du kannst deine großen Träume leben. Und das Dritte, jemand anderes zu sein. Ich hoffe, dass du nicht in der Situation bist, dass du jemand anderes sein möchtest, aber sei dir zu 100% klar, du bist etwas Besonderes und du bist gut, so wie du bist, zu 100% dein authentisches Ich. Du bist perfekt, so wie du erschaffen wurdest und du musst nicht versuchen, jemand anderem zu gefallen oder jemand anderes zu sein, der du nicht bist. Und wenn du dir selbst die Erlaubnis gibst, zu 100% du selbst zu sein, dann verspreche ich dir, wirst du auch glücklich sein und Glück finden und du wirst andere Menschen inspirieren und andere Menschen werden dich sehen und sagen, wow, das möchte ich schaffen, ich möchte auch so authentisch sein können. Und du wirst andere Menschen wirklich berühren können, egal, auch wenn sie dich erstmal vielleicht nicht verstehen werden oder wenn du total verrückt und crazy sein möchtest, sei es einfach. Tu einfach das, was dich glücklich macht. Ne? Das möchte ich einfach damit sagen. Ich hoffe, ihr konntet im heutigen Video wieder etwas mitnehmen und es hat euch mal wieder inspiriert und vielleicht auch ein bisschen wohler fühlen lassen in eurer Haut. Wie gesagt, ich bekomme jeden Tag sehr viele Fragen zu diesen Themen und ich dachte mir, wenn ich das mal adressiere, würde das vielleicht dir weiterhelfen und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen, wenn du mir schon mal so eine Frage geschickt hast. Ich liebe euch aus ganzem Herzen und danke, dass ihr mal wieder auf meinem Kanal wart. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr meinen Kanal abonniert, hier bei mir. Tschüss!